Generalkonsul Türker Arık, sehr geehrter Herr Parteivorsitzender Cem Özdemir, sehr geehrte Frau Bundestagsabgeordnete Uta Vogt, sehr geehrte Frau Ministerin Bilkay Öney, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister Dr. Wolfgang Schuster, sehr geehrte Damen und Herren Stadträte des Gemeinderats der Landeshauptstadt Stuttgart, Frau Dr. Maria Hackel und Herr Erdem Can, sehr geehrte Damen und Herren Kuratoren des Deutsch-Türkischen Forums, darunter die Ehrenpreisträger Herr Ezzat Reuter und Herr Professor Mohamed Sattel, meine sehr verehrten Damen und Herren, im Namen des Deutsch-Türkischen Forums Stuttgart begrüße ich Sie ganz herzlich zur Verleihung des diesjährigen Manfred-Rommel-Preises. Wir fühlen uns durch Ihre zahlreiche Teilnahme sehr geehrt. Willkommen im Wannersaal, im Lindenmuseum. Hätten es durchgehalten, ist es der Unruhe wert. Mit dem Manfred-Rommel-Preis zeichnet das Deutsch-Türkische Forum Stuttgart Persönlichkeiten aus, die sich um die kulturelle, gesellschaftliche und staatbürgerliche Integration von Zuwandererfamilien verdient gemacht haben. Der Preis würdigt beispielgebende Projekte und Initiativen, die das gegenseitige Verständnis, den offenen Dialog und die Freundschaft von deutschen und türkischen Bürgern fördern. Die diesjährige dritte Preisverleihung, meine Damen und Herren, steht unter einem besonders glücklichen Stern. Denn zum ersten Mal in seiner Geschichte hat Baden-Württemberg nun seit 5 Monaten eine Integrationsministerin, deren Leben ein Stück geglückter Integrationsgeschichte ist. Sehr geehrte Frau Ministerin Öney, wir freuen uns ganz besonders auf Ihre Begrüßungsrede. Die Landeshauptstadt hat seit fast 15 Jahren einen Oberbürgermeister, dem die Integration der Migranten besonders am Herzen liegt. Er schmiedete bereits vor 10 Jahren als erster ein Bündnis für Integration, um dieser Stadt mit der großen Zuwanderung aus der ganzen Welt eine neue Zukunftsperspektive zu geben. Heute im 10. Geburtsjahr des Bündnisses für Integration stellen wir mit großer Freude fest, dass es eine einmalige Erfolgsgeschichte ist. Dieses Jahr blicken wir auch auf 12 Jahre Bestehen eines Forums, das als deutsch-türkische Bürgerinitiative unter dem Ehrenvorsitz von Professor Dr. Manfred Rommel nachhaltige Beiträge zu einem guten und hoffnunggebenden deutsch-türkischen Miteinander geleistet hat. Herr Professor Dr. Manfred Rommel hat das Forum als Vorsitzender des Kuratoriums maßgeblich geprägt und lange Jahre begleitet. An dieser Stelle möchte ich ihn und seine Familie von ganzem Herzen grüßen. Eine erfolgreiche Integration der Migranten braucht immer Vorbilder. Als so ein Vorbild für alle Jugendlichen aus zugewanderten Familien begrüße ich Herrn Cem Özdemir, den Bundesvorsitzenden der Grünen und Bündnis 90 und gleichzeitig den Kurator des Deutsch-Türkischen Forums von Anbeginn. Wie wichtig die Integration der zugewanderten Menschen in unserer Stadt ist, hat auch die hiesige Industrie frühzeitig erkannt. Die Weltunternehmen Daimler und Robert Bosch sind vorangegangen, um das Prinzip der kulturellen Vielfalt aus dem Gebot ihrer Personalpolitik zu machen und dabei ihren türkeistämmigen Mitarbeitern Aufstiegschancen zu eröffnen. Als unermüdliche ehrenamtliche Vorsitzende der deutsch-türkischen Netzwerke in diesen Unternehmen begrüße ich ganz herzlich die Herren Necdet Niflioğlu und Bülent Ergun. In den ersten Jahren nach der Gründung wurde das Deutsch-Türkische Forum Stuttgart maßgeblich durch die Robert-Bosch-Stiftung unterstützt.
Dies gilt auch heute noch bei wichtigen Projekten wie Abe und Abla. Auch der Gemeinderat der Landeshauptstadt war für das Forum ein wichtiger Förderer. Ohne diese fortwährende ideelle und finanzielle Unterstützung der Robert-Bosch-Stiftung und des Gemeinderates der Stadt wäre das Forum mit Sicherheit nicht zu dem geworden, was es heute ist. Deshalb begrüße ich an dieser Stelle mit großer Freude und Dank die Damen und Herren Stadträte des Gemeinderates der Landeshauptstadt Stuttgart und die Repräsentanten der Robert-Bosch-Stiftung. Meine Damen und Herren, seit nun 2 Jahren läuft in Stuttgart das mittlerweile über Landesgrenzen bekannte Projekt Abe und Abla. Dieses preisgekrönte Projekt wird von vielen deutsch-türkischen Jugendlichen getragen, ohne deren ebenso fröhliches wie zuverlässiges Engagement es kein Abe und Abla-Programm an Stuttgarter Schulen und keine Rundentische gäbe. Es ist mir eine große Freude an dieser Stelle, die vielen Abis und Ablas und das kleine Projektleitungsteam im Saal zu begrüßen und Danke zu sagen für ihren großen Einsatz. Sehr geehrte Frau Messerschmidt und Frau Dr. Krämer, herzlichen Dank dafür, dass Sie wieder diesen schönen Saal für uns geöffnet haben. Die Orientausstellung des Lenin-Museums gehört zum Besten, was Deutschland zu bieten hat. Und das Leitbild des Hauses deckt sich weitgehend mit der Leitidee des deutsch-türkischen Forums. Zum Schluss möchte ich die Hauptakteure des heutigen Abends begrüßen, die Träger des diesjährigen Manfred-Rommel-Preises. Sehr geehrte Frau Sibylle Thelen, sehr geehrte Frau Tönen-Köschern, sehr geehrter Herr Dr. Bertsch-Köschern und Jürg-Heister Vohrer, ich verbeuge mich voller Anerkennung vor Ihrem selbstlosen Engagement für die deutsch-türkische Freundschaft. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. İyi akşamlar, iyi eğlenceler. Sehr geehrte Frau Ministerin, ich darf Sie auf die Bühne bitten für Ihr Grußwort.
Menschen aus rund 180 Nationen friedlich zusammen und es werden über 120 Sprachen gesprochen. Mit dem Manfred-Rommel-Preis werden Initiativen und Projekte ausgezeichnet, die das gegenseitige Verständnis, die gute Nachbarschaft und die Zusammenarbeit von Bürgerinnen und Bürgern wesentlich gefördert haben. Wenn ich mir die Preisträgerinnen und Preisträger des Jahres 2011 anschaue, empfinde ich großen Respekt und Dankbarkeit vor ihrer Arbeit und ihrem Engagement. Meine sehr geehrten Damen und Herren, am 31. Oktober 1961 wurde zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Republik Türkei das Anwerbeabkommen unterzeichnet. Die Landesregierung wird das nächste Woche in einem Festakt entsprechend würdigen. Zwischen dem wirtschaftlich motivierten Anwerbeabkommen beider Länder und einer erfolgreichen gesellschaftlichen Integrationspolitik ist es aber ein langer Weg. Und es war ein steiniger Weg. Und gerade deshalb, wenn es solche Persönlichkeiten wie die Preisträgerinnen und Preisträger heute nicht geben würde, wenn es solche Menschen nicht gäbe, stünden wir heute nicht da, wo wir sind, in einer prosperierenden, weltoffenen Stadt. Ich will den Ehrungen nachher nicht vorweggreifen, aber was Sie geleistet haben, ist einfach klasse. Die Autorin Sibylle Thelen, das Ehepaar Thülen und Bert Köscher und der Sozialarbeiter Gökay Soforum. Sie alle sind Vorbilder in unserer Gesellschaft. Verehrte Festgäste, ich möchte mich bei dieser schönen Gelegenheit, ich möchte es nicht versäumen, dem Deutsch-Türkischen Forum für seine Arbeit recht herzlich zu danken. Das für unsere Gesellschaft so wichtige bürgerschaftliche Engagement findet vor allem in den Vereinen statt. Deutschland ist ein Land der Vereine und das ist seit über 150 Jahren so. Ich freue mich deshalb sehr, dass sich Menschen mit Migrationshintergrund in Vereinen organisieren, seien es Sportvereine, Musikvereine oder eben Vereine mit interkultureller Ausrichtung. Die Zukunft der Gesellschaft liegt in der Bürgergesellschaft. Das Deutsch-Türkische Forum versteht sich selbst als Bürgerinitiative und ist deshalb ein vorbildlicher Verein. Ich danke dem Forum sehr für seine Arbeit. Den Preisträgerinnen und Preisträgern des diesjährigen Manfred-Rommel-Preises des Deutsch-Türkischen Forums gratuliere ich schon jetzt zu ihrem herausragenden Engagement. Der Namensgeber des Preises sagte einmal, dass die Schwierigkeit einer Rede darin bestehe, wie man zum Schluss komme. Am besten sei es, man hört einfach auf. Das mache ich jetzt so, aber eines möchte ich noch sagen. Ich freue mich sehr auf das schöne Programm, auf die tolle Musik, auf die Preisträgerinnen und Preisträger,